trübes Wetter hier auf der Rennstrecke Bilsterberg. Ja, und das passt auch ein bisschen zum Anlass. Wir gehen hier auf eine Rundenzeitenjagd mit einem Auto, das es in Europa leider schon bald gar nicht mehr gibt. Subaru WRX STI. Das ist neben dem ebenfalls bereits eingestellten Mitsubishi Evolution die klassische Rallye-Limousine. Rekordrunde wird es an diesem Tag sowieso eher keine werden. Bei den Bedingungen richtig rutschig, richtig glitschig. Keine Chance. Es geht über die Startziellinie hin zur ersten Kurve. Und nach dieser ersten Kurve geht es extrem steil bergauf. Da hilft uns auf jeden Fall der Allradantrieb dieses Autos. Das Auto geht zwar hier schon leicht weg mit dem Heck, hat aber auch damit zu tun, dass wir hier ganz leicht auf dem sehr rutschigen Körper waren. WRX STI ist klassisch ein Auto mit Boxermotor, ein 2,5 Liter Boxer mit Turbo, bringt 300 PS und das Ganze mit einem manuellen Sechsganggetriebe an alle vier Räder verteilt. Der WRX STI ist klassisch ein Auto, das nicht so richtig spitz abgestimmt ist, sondern eher relativ weich vom Fahrwerk her. Hat auch Vorteile, kann man höhere Curbs mitnehmen, wie wir das jetzt in der Situation gemacht haben. Und hat auf jeden Fall auch Vorteile bei diesen Bedingungen. Da wäre so ein richtig aggressiv abgestimmter Hot Hatch auf jeden Fall schwieriger zu fahren und auch auf jeden Fall langsamer. Steilste Stelle der Strecke, Mausefalle, geht hier richtig steil bergab. Heck wollte ganz leicht nach außen, ist aber kein Problem, das hier in den Griff zu bekommen. Ihr seht es, gelegentlich flackert hier die ESP-Lampe auf unserem analogen Tacho. Eine Voraussetzung, dass wir hier auf die Strecke gehen durften mit dem Auto, war, dass wir nicht komplett deaktiviert fahren. Wir sind hier in einem Zwischenmodus, das ist der Track-Modus. Bieten noch andere Hersteller von sportlichen Autos etwas Ähnliches an. Das ESP bleibt im Hintergrund aktiv und meldet sich relativ spät. Ihr seht es in dem Fall hauptsächlich, wenn man beim Herausbeschleunigen ein bisschen früh aufs Gas geht, dann haben wir hier diesen leichten Eingriff. Der WRX STI ist ein Auto, den man bei solchen Bedingungen, und es war noch einmal, es war richtig, richtig glatt, irrsinnig schnell vertraut, irrsinnig angenehm zu fahren. Wirkt zwar ein bisschen behäbig, es sind auch mindestens 1527 Kilo, die das Auto wiegt, aber es zeigt sich doch immer wieder, dass diese Autos in den Kurvensektionen dann trotzdem schnell sind und auch beim Autoslalom immer wieder extrem gute Zeiten fahren haben können. Es geht Richtung Startziellinie, die Runde ist schon wieder vorbei, hat richtig Spaß gemacht mit dem Subaru WRX STI am Bilsterberg und eins kann ich jetzt schon sagen, bevor die Zeit auftaucht, wir werden dieses Auto auf jeden Fall vermissen.